Vielleicht erstmal die Frage ganz generell mal rausgezoomt. Was ist überhaupt der Grund, dass du sagst, du bietest an im Programm, das überhaupt so eine Reise zu machen, auch ins Ausland, und warum das in deinen Augen und auch in den Augen der Kunden diesen riesen Mehrwert hat? Der Zweck, wenn man den Zweck jetzt mal sieht, wirklich mal 4-5 Tage am Unternehmen arbeiten, so richtig tief eintauchen, weil du hast ja keine Limits mehr. Die nächste Evolution-Podcast-Folge heute wieder mit Wendelin, und wir haben wieder ein spannendes Thema, das Thema Unternehmer. Du hast ja da so ein paar Sachen ausgedacht, die du mich fragen willst. Jawohl, weil ich als Teil deines Content-Teams auch mit dabei sein durfte auf Zypern, habe ich mal gedacht, lass mal jetzt nicht das Thema Auslandsimmobilien, was ja in einer der letzten Folgen Thema war, sondern jetzt, was wurde da auch konkret gemacht, weil das interessiert ja auch viele, die das von außen so beobachten. Was haben die da gemacht mit den Kunden in Zypern? Ne? Was war da überhaupt Thema? Waren die da nur, um Spaß zu machen und Party hier so? Auch. Ja, auch, natürlich. War ja auch ein großer und wichtiger Punkt auch, ne? Dass man ja natürlich auch das genießt, die Arbeit, die man macht, dass man auch die Zeit dann genießt und weiß, wofür man das Ganze macht. Und das ist auch ein Thema, da ging es ja auch ganz viel drum, das Thema, warum diesen Purpose im Leben, diesen Purpose im Unternehmertum. War ja ein Teil des Ganzen. Ich war ja dabei bei allen Seminartagen und habe ja auch mit den ganzen Teilnehmern gesprochen, die auch Unternehmer sind. Da sind ja auch nicht alle jetzt gewesen, sondern wirklich die sagen, ich will mein Unternehmen voranbringen als Makler. Und da haben wir halt diese Gelegenheit Zypern genutzt. Und ich kann ja auch gleich noch ein paar Eindrücke schildern, wie das für mich war, als Außenstehender zu beobachten. Aber so vielleicht erstmal die Frage ganz generell mal rausgezoomt. Was ist überhaupt der Grund, dass du sagst, du bietest deinen Coaching-Teilnehmern, deinen Coaching-Kunden das an im Programm, das überhaupt so eine Reise zu machen, auch ins Ausland, und die Hintergründe dessen, was du sagst, warum das in deinen Augen und auch in den Augen der Kunden diesen riesen Mehrwert hat? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar der erste Punkt ist, wenn wir uns mal anschauen, dass wir ja generell schon unser Coaching anders aufbauen, als das andere tun. Wir haben mehr Seminare drin, also das heißt, wir haben viel mehr persönlichen Kontakt. Das ist mir aus verschiedenen Perspektiven sehr wichtig. Die erste Perspektive daraus ist, dass ich festgestellt habe, ist meine persönliche Beobachtung, dass halt so reine Online-Coachings und Trainings, wie auch immer wir das sehen wollen, die haben einen Nachteil. Weil sie sehr, sehr stark an der Disziplin des einzelnen Teilnehmers hängen. Mhm. Ja, so, das ist das eine. Das zweite ist, die müssen natürlich unheimlich gut gemacht werden, die Videos, damit der Sinn, der Zweck, also Ziel, Zweck, dass das alles sauber rüberkommt. Damit sie auch wirklich lehrreich sind. Ja. Das ist wieder so, da brauchst du eine bestimmte Fähigkeit dafür, ne, um sowas optimal rüberbringen zu können. Das kann nicht jeder. Deshalb sind ja so auch die, sagen wir mal, Erfolge different. Also wie gut funktionieren diese Online-Coachings? Ich wollte gerade sagen, auch die verschiedenen, die es so alle auf dem Markt gibt, diese zigtausend. Und das sagst du ja auch, dieser persönliche Kontakt vor Ort. Ich meine, du hast ja einen eigenen Seminarraum auch hier geschaffen, extra dafür, ja. Auch mit den Bootcamps, die du da gibst. Und du sagst, du kreierst das, diese Reise mit den Unternehmerkunden, um diesen persönlichen Kontakt auch zu haben, weil der Vorteil im Lernen, im Verstehen, was genau ist da der Vorteil für dich, dass du sagst, dieser persönliche Kontakt? Ja, genau. Ich war noch nicht ganz fertig mit dem einen Thema. Also erstmal das Thema, wir nutzen den Online-Teil ausschließlich dafür, erstmal das, was sich eh wiederholt, also wirklich Inhalte, eine Struktur, Prozesse zu erklären, das Wissen zu vermitteln, damit die Leute das verstehen. Also Wissen und Verstehen. Das sind mal zwei ganz elementare Dinge. Beim Verstehen ist aber schon die erste richtig große Hürde, weil die meisten nutzen Online-Coaching eigentlich erstmal nur, um Wissen aufzusaugen. Also ähnlich wie YouTube zum Beispiel. Das reicht aber nicht, weil viele, und das stelle ich immer wieder fest in den Seminaren, die sagen, ja, ich habe das verstanden. Aber nach Verstehen kommt Umsetzen. Und jetzt ist ja die Frage, und das ist ein Fakt, irgendwie juckt mir die Nase,
das ist ein Fakt, dass 90%, die Online-Coachings nutzen, es nicht umsetzen. Das ist ein Fakt. Ja. Das ist ein Fakt. Also müssen sie ja irgendwas nicht verstehen, sonst würden sie es ja umsetzen. Und du setzt nur Dinge um, die du verstehst. Das geht nicht anders. Du kannst nichts umsetzen, was du nicht verstanden hast. Du kannst es zwar versuchen, aber du wirst scheitern, du wirst stolpern, du wirst Probleme haben. Mhm. Okay? Also das ist einfach einfache Logik und mal abgesehen davon gesunder Menschenverstand. Also habe ich gesagt, okay, meine Videos, meine ganzen Anleitungen, die sind schon so aufgebaut, dass halt maximales Verstehen daraus entsteht. Dass also auch viel definiert wird, was bedeutet das eigentlich, was steht dahinter und so weiter. Also sehr viele Erklärungen. Jetzt könnte man sagen, okay, der Heinz, der beantwortet Fragen immer sehr ausschweifend und lang. Das hat aber einen bestimmten Hintergrund, weil ich möchte einfach, und das ist einer, also das ist ein Bestandteil meines Purpose, ja, und ich bin on purpose, heißt, ich möchte Menschen helfen, dass sie sich weiterentwickeln, als Immobilienmakler in dem Fall. Und um on purpose zu sein, muss man die Dinge halt so gut machen, dass sie halt wirklich verstanden werden und umgesetzt werden. Und das ist bei mir der Fall. Das zeigt vor allen Dingen auch unsere Fanbase und vor allen Dingen auch die Ergebnisse unserer Kunden. Und dann habe ich des Weiteren festgestellt, dass halt der Online-Teil eben nur ein Teil ist. Und die Live-Calls ebenfalls, weil das ist halt Q&A. Also Fragen und Antworten. Aber da haben viele immer noch nicht das komplette Picture, wie Dinge umzusetzen sind. Weil was fehlt, ist das Thema Üben. Und viele haben halt niemanden zu Hause, mit dem sie das üben können. Und ich sag mal, weißt du, so einem Chirurgen zu sagen, ach, üb doch mal am lebenden Objekt, ist halt auch nicht immer so geil. Ne? Das heißt, die Leute fangen an zu dribbeln draußen. Indem sie Leitfäden nicht richtig anwenden oder eben Prospekte nicht richtig umsetzen, Marketingaktivitäten nicht genau machen und so weiter. Und deshalb haben wir halt eine ganze Reihe von Workshops, wir nennen sie unter anderem Bootcamps, um den Leuten das wirklich hier on Training vor Ort bei uns beizubringen. Das wiederum auch sorgt dafür, dass halt die Zuneigung unserer Kunden zu uns enorm hoch ist, weil die Kunden das feiern, dass sie den persönlichen Kontakt haben. Und wir haben jetzt gerade 2 Tage wieder Seminar gehabt, wo ich von morgens bis abends um 10 mit den Kunden durchgezogen habe. Ja, also das heißt nicht, ich sage Stopp, sondern die Kunden sagen eigentlich Stopp. Ja, ja, wer dich mal live erlebt hat, der weiß, dass du, wenn du da in deinem Element bist, eigentlich nicht zu stoppen bist und du könntest es die ganze Nacht machen. Genau. Was ja aber auch gut ist und nebenbei auch noch erwähnt, ihr macht ja auch regelmäßige Feedbackgespräche und seid ja auch nicht nur du bist ja an den Kunden dran, sondern auch deine Mitarbeiter, dein ganzes Absolut. Team kümmert sich ja darum, dass das umgesetzt wird und gemacht wird. Absolut. So, also das erstmal so das eine. Ne? Und jetzt kommen wir mal auf diese Unternehmerebene. Da ist es halt so, dass wir schon alleine 6 Seminare in dem Unternehmer-Coaching enthalten haben. Und diese Seminare, die sorgen dann dafür, dass die Dinge wirklich angewendet werden können, dass man wirklich versteht, was sind die Hintergründe und wir können unheimlich ja, viel üben auch, trainieren. Was dann wiederum dazu führt, dass halt die Umsetzung, die Geschwindigkeit auch der Umsetzung des Einzelnen viel, viel besser wird. Und auch da haben wir natürlich dazugelernt, haben wir uns verbessert und so weiter. Wir haben am Anfang angefangen, eben auch Seminare zu machen, wo auch wieder sehr viel so Frontal-Content trainiert wurde. Und wir sind jetzt zunehmend einfach, haben immer mehr daraus gelernt und gemerkt, wir müssen viel mehr noch trainieren, wir müssen viel mehr das Learning ja, auf, on the job sozusagen. Genau, viel mehr Übungen auch im Seminar oder im Exakt. Workshop. Mhm. So. Und auch viel mehr Beispiele aus der Praxis und so weiter, ne? Wie im Einkauf zum Beispiel. Okay, was ist denn, wenn der Kunde A und B sagt? Ne? Und wie kann ich denn da ganz entspannt drauf reagieren, sodass ich nicht in Aufregung verfalle? Ne? Weißt du, und einfach souverän sein kann. Mhm. Und das ist im Unternehmercoaching ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Und dann bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen und sagte, okay, wie können wir das dann jetzt machen? Also, weil die Leute sind schon auch in gewisser Weise gestresst. Mhm.
Also gestresst heißt, die kommen aus dem Alltag, die knapsen sich die 2 Tage ab, um dann in so ein Seminar zu kommen. Und dann hängen sie doch mehr an ihren Handys oder nicht mehr, aber schon regelmäßig. Und da habe ich gesagt, Mensch, so, ich bin jetzt nicht so der Urlaubstyp, ne? Also, weil ich habe halt unheimlich viel Spaß an dem, was ich mache. Aber ich feiere halt meine Kunden und ich liebe meine Kunden, wirklich jeden. Also meine Kunden sind für mich einfach die Größten. Und die sind auch die Helden und ich möchte sie auch zu den Helden machen. Ja, das ist mir unheimlich wichtig. Kann ich nur bestätigen. Weil das halt on purpose sein. Ja, also wirklich, das ist der Grund meines Handelns, was mir einfach unendlich viel Spaß macht. Ja, und hier habe ich gesagt, das jetzt mal an so einem Ort zu machen, wo die wirklich in den Flieger müssen, wo die vorher zu Hause Dinge erledigen müssen, damit sie den Kopf frei haben, damit sie eben nicht, sagen wir mal, 4, 5 offene Tickets mit in den Urlaub bringen, mal abgesehen von ihrem Flugticket, aber so, weißt du, so Business-Tickets, die sie haben und sind dann einfach total genervt. Und das hat sich vor 2022 direkt bewahrheitet. Das war praktisch das erste Mal. Die Leute waren viel entspannter, sie waren viel relaxter, weißt du, mal so 4, 5 Tage raus aus dem Ganzen. Und da Wiederholungstäter dabei sind, ja, jetzt also das dritte Mal in Folge, die jetzt dann auch sogar schon vorher anreisen, so 2, 3 Tage vorher und nochmal 2, 3 Tage länger bleiben, um das wirklich nochmal sacken zu lassen, nochmal zu reflektieren. Da hat sich natürlich auch eine unheimlich coole Crew, also Crew jetzt nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Gemeinschaft entwickelt. Ja, das sind Freunde geworden. Also es ist einfach so krass, so cool. Ich weiß es ja, und da mal bei Insights, viele haben ja gesagt, okay, lass uns zusammen auch eine Ferienwohnung holen, da wird sich auch untereinander unheimlich viel connected. Was, ne? Ja, und unter den Maklern, ne, die, aus den verschiedensten Regionen, die alle das eine Ziel haben, auch das Unternehmen aufzubauen, und daraus entstehen ja auch super viele Freundschaften im Coaching selbst. Absolut. Und das ist halt schon sehr deep, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Also die haben wirklich eine, bauen eine enge Bindung zueinander auf und sind keine Konkurrenten, keine Wettbewerber, ne? So, das ist mal schon die eine Sache. Und das waren sogar auch Leute, die gar nicht so weit voneinander entfernt sind, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch die sind total entspannt miteinander, ne? Und das ist also auch wieder super cool, ne? Genau, und dann machen wir nämlich Folgendes. Von diesen 6 Seminaren haben wir im Prinzip 2 im ersten Halbjahr, 2 Tage, also 2x2. Und im zweiten Halbjahr auch 2x2. Und dann legen wir eigentlich 2, also 5 und Nummer 6, die legen wir zusammen in der Mitte des Jahres. So, dass wir dann 5 haben, nicht 6, sondern 5, aber mit insgesamt 12 Tagen. So, das ist die Idee dabei gewesen. Und das hat sich, haben wir in den letzten 2 Jahren, also von 22 war es im September und dann in 23 im Juni und jetzt 24 wieder im Juni, ne? Und das hat sich halt bewahrheitet, dass das der Gamechanger war, mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch jedes Mal so ein bisschen so eine Schippe draufgelegt haben, dass wir noch ein bisschen cooler, noch ein bisschen besser gemacht haben, nur so, dass das Setup besser geworden ist. Ja. Genau, so das ist erstmal so der Frame und der Hintergrund, warum haben wir das so gemacht. Ja. So, und der Zweck, wenn man den Zweck jetzt mal sieht, der Zweck dahinter ist wirklich raus aus der eigenen Umgebung. Und das reicht dann eben, sagen wir mal, unterjährig aus, wenn man mal dann nach Düsseldorf kommt. Aber da heißt es wirklich mal 4, 5 Tage am Unternehmen arbeiten, komplett aussteigen und so richtig tief eintauchen, weil du hast ja keine Limits mehr. Weißt du, wir starten morgens um 9 mit einem gemeinsamen Frühstück. Die frühstücken auch nicht im Hotel, sondern wirklich, wir frühstücken gemeinsam. So, und dann geht das wirklich bis in den späten Abend rein. Also ich glaube, es war kein Tag kürzer als, ich glaube, 22 Uhr. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, um 22 Uhr rum. Und das war wirklich Vollgas. Mhm. Ja, es war absolut Vollgas, Knallgas. Und die Leute feiern es natürlich, weil halt eben Raum da ist. Raum für Fragen, Raum für auch mal die ein oder andere Dinge zu betrachten. Und was auch ganz wichtig ist, ich habe mit jedem von 25 Teilnehmern, mit jedem auch persönlich gesprochen. Das darf man nicht vergessen, ne? Also das darf man nicht vergessen. Mit jedem Einzelnen habe ich auch ein persönliches Gespräch gehabt.
Ja, und weil so, du es auch das jetzt nicht mit 2 Minuten oder so. Ne? Nee, genau, und weil du es auch angesprochen hast mit diesem Raum, der ist dann halt eben geschaffen, auch Raum, seine Herausforderungen mit anderen zu teilen, die man jetzt vielleicht nicht mit jedem teilt, die man vielleicht sogar mit seinen Ängsten nicht geteilt hat, weil man Angst hat, das zu erzählen oder so. Und da haben ja Leute auch Herausforderungen berichtet und Storys erzählt, die waren ja wirklich schon zu Tränen rührend. Also warum sie das machen und auch die Herausforderungen und was danach auch passiert ist. Ne? Am Anfang des Seminars die Augen von jemandem zu sehen und dann am Ende nochmal so voller Strahlen und voller Power, das war schon auch Magic. Ja, genau, weil jeder bringt ja auch was mit. Ne? Mhm. Der eine ist schon vielleicht voller Elan da und sagt, so von dem Ausgangsposition oder Punkt will ich noch weiterkommen. Aber es kommt natürlich vielleicht auch mal einer und das ist ja das Leben. Mhm. Und es bringt auch nichts, wenn jetzt da draußen Leute sagen, ja, bei mir ist alles geil. Das ist ja, das mag ja sein, das ist ja total cool. Nur das Ding ist einfach, Unternehmer sein heißt, sein Unternehmen auf jeder Stufe neu zu transformieren. Das gilt für dich, das gilt für mich und das gilt für jeden da draußen. Wer das nicht tut und glaubt, er kann Erfolg verwalten, der wird irgendwann eine Latsche kriegen, weil das so ist. Gut gesagt, ganz kurz, auch für den Zuhörer spannend, ich frage mich auch gerade, Erfolg verwalten, ich habe so eine Vorstellung, was du damit meinst. Was meinst du genau mit Erfolg nur zu verwalten? Naja gut, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, ein kleines Unternehmen hat mit 2, 3 Leuten, dann gewöhnt man sich ja an einen gewissen Zustand, einen gewissen Erfolg und findet das alles ganz nett und toll und so weiter. Also man arrangiert sich. Mhm. Okay, man arrangiert sich mit etwas. Verstehe. So. Was aber viele halt einfach außen vor lassen, ist, dass das ganze Leben ja dynamisch ist. Ne? Also es hat ja einen Drang, ne? In sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Mhm. So, und das, man würde ja voraussetzen, dass wenn ich das verwalte und mit dem zufrieden bin, wie es ist, dann würden wir ja das Leben ausschließen oder ausblenden, weil das Leben hat ja Vorgänge, da passieren ja Dinge. Das heißt, man würde also beim Verwalten von einer Firma oder von Erfolg immer davon ausgehen, dass die Dinge so bleiben, wie sie jetzt sind. Und das ist ja Schwachsinn. Das ist ja immer Wachstum. Das kann ja nicht sein. Das ist ja schon von der, also da muss ich ja noch nicht mal intelligent für sein, also um das zu verstehen. Denn der Punkt ist, es braucht nur eine gesetzliche Änderung zu kommen oder ein Mitarbeiter wird krank, noch nicht mal ich selber. Ja, der Mitarbeiter wird krank und schwupps fällt das Kartenhaus zusammen. Schwupps fällt das Kartenhaus zusammen. Irgendetwas, es ist vollkommen wurscht. Und das gibt halt gewisse Notwendigkeiten, wenn du die nämlich nicht machst, dann hast du ein Problem. Und zwar, du bist Wirkung. Oder man könnte auch sagen, du bist eigentlich, wenn du verwaltest, konfrontierst du nicht das Leben. Verstehst du? Du konfrontierst nicht das Leben, sondern du ignorierst im Endeffekt das, was das Leben ist. Also, dass Dinge dynamisch sind, dass Dinge sich verändern, ja, dass eben die Liebe Corinna, meine beste Mitarbeiterin, vielleicht krank werden kann oder jemand, die Corinna wegheiratet und die Corinna Kinder kriegt. Und das hat man jetzt jahrelang ignoriert, weil Corinna ist so toll, Corinna ist die beste Mitarbeiterin. Ja, bitte alle Corinnas nicht böse sein, jetzt fiel mir gerade nur so ein. Und nie kann irgendwas passieren. Nur auf einmal wird Corinna schwanger und kommt ins Büro. Hey Chef, ich wollte es ja eigentlich nicht sagen. Ich laufe schon seit 3 Wochen mit der Sorge im Kopf rum. Was wirst du wohl sagen? Ja, was denn? Ja, ich bin schwanger. So, und dann kommt die Nummer, dass man jahrelang eine Sache nicht angeschaut hat, nicht konfrontiert hat und die haut einem dann volle Pulle in die Fresse. Das kann aber auch genauso gut sein, dass es, was weiß ich, der Tod der eigenen Eltern ist, der einen viel mehr trifft, als man gedacht hätte, dass einen das trifft. Oder man gar nicht damit gedacht hätte, dass Eltern auch sterben können. Oder dass überhaupt jemand aus der Familie sterben kann. Und das wirft einen komplett aus der Bahn. Und auf einmal ist die Firma, die heute noch so geil war und wo heute noch alles so easy war, von heute auf morgen hat die ein Riesenproblem. Weil der Chef funktioniert nicht mehr. Richtig. Also ich könnte jetzt in der Reihe geschaltet noch viele andere Beispiele bringen. Das beste Beispiel war ja die Zinswende jetzt auch vor,
zwei Jahren, ne, exakt, wo das Ganze passiert ist. Was wir aber festhalten können, ist, dass eine Firma muss weiterentwickelt werden. Und der Zweck einer Firma ist wachsen, blühen und gedeihen. Das ist der Zweck einer Firma. Punkt, aus, Ende. Und wachsen, blühen und gedeihen heißt nicht verwalten, stehen bleiben oder zurücklaufen. Das heißt das nicht, weil das ist ein eindeutiger Begriff. Also das heißt, warum das jemand nicht tut, ist eine ganz einfache Sache. Weil er es sich nicht anschauen will. Weil es ihm zu anstrengend ist. Weil er es nicht versteht. Weil er es nicht machen will. Es ist auch völlig egal, warum. Am Ende des Tages ist irgendwas in seiner Umgebung, in seinem Kopf oder in seinem Denken eben stehen geblieben. Und das meint nicht, dass er zurückgeblieben ist oder so, aber es ist stehen geblieben. Also er hat etwas entschieden, dass es immer so bleiben soll, wie es ist. Und das kann und wird garantiert nicht so sein. Ende aus Mickey Mouse. Das ist gut gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja? Und es gibt nur einen einzigen Zustand, der erstrebenswert ist, unternehmerisch, und der heißt Überfluss. Und zwar auf allen Kanälen, auf allen Ebenen, weil das ist die einzige Antwort und Lösung auf alles. Weil du wirst niemals ein Problem im Einkauf haben, weil du irgendeinem, sorry, dass ich so sage, Deppenverkäufer, mit dem einen Auftrag machen musst, wenn du so viele Aufträge hast oder so viele Leads bekommst, dass du niemals dich für irgendeinen bestimmten entscheiden musst. Oder du musst niemals einen bestimmten Mitarbeiter aus Zwang einstellen, weil du keinen anderen findest, weil du genug hast. Richtig. Ja, und du wirst niemals darüber nachdenken müssen, ob du Marketing machen kannst, weil du genug Geld hast. Verstehst du? Das ist eigentlich das Ding, ne? Und das bringen wir den Leuten bei. Dass sie das verstehen, dass sie damit umgehen können, dass sie keine Angst mehr haben, in diese Expansion auch reinzugehen. Wir erklären ihnen auch, was sind die Probleme von Expansion. Wir haben es ja auch selber bewiesen. Ich habe es ja selber bewiesen. Ich habe alle Phasen durch. Von ganz vielen Mitarbeitern, ja, im wirklich dreistelligen Bereich, als ich noch ganz, ganz jung war. Okay, es war ein Freiberufler, das ist jetzt nochmal eine andere Party. Bis hin zu wirklich komplett alleine zu arbeiten. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich bin in jeden Misthaufen getreten, sage ich ja auch immer. Mhm. Und ich denke, behaupten zu dürfen, dass ich weiß, wie man etwas machen sollte, wie man es machen kann und auch wie man es machen muss und wie man es nicht machen sollte oder machen muss. Ja, ja, auch also diesem, das weiß ich genau, das weiß ich ja auch, ja. Genau, mit diesem Anschauen ja auch. Du hast genau. ja gesagt, das ist ja, was gemacht wurde da auch in Zypern bei dem Bootcamp, es wurden sich Sachen angeschaut, Thema Führung, Thema Marketing, wurde draufgegangen und sich genau angeschaut. Und da hat man auch in den Gesichtern der Leute gesehen, das war so meine Beobachtung, wie so, wie gefühlt eine Lampe nach der anderen oben angeht. Ah ja, okay, und manch einer hat sich auch, das ist ja auch in Ordnung, dann ertappt gefühlt in dem Sinne, stimmt. Thema hatte ich mal auf dem Schirm, habe ich dann außen vor gelassen, habe ich mir nicht mehr angeschaut, nicht mehr betrachtet, aber ist eigentlich wichtig. Und absolut. Diese Erkenntnisse dann auch bekommen und nicht nur mit einem Haufen Erkenntnissen rausgegangen und dann über Bord geschmissen, sondern auch aktiv dort angegangen. Okay, wie will ich das jetzt bei mir umsetzen? Ne, das wird ja auch gemacht. Okay, absolut. Thema Umsetzung, wie setze ich das bei mir und bei meinem Mitarbeiter, bei meinem Team? Also ich glaube, man kann wirklich sagen, es war alles dabei. Mhm. Also von Freudentränen, natürlich viel Spaß sowieso, ne? Weil ich glaube, mit mir kann man viel Spaß haben, ja, und natürlich auch mit dem Team, die sind auch alle super kann drauf. Man, ja. Das kann man. Und das Rahmenprogramm war natürlich auch super cool, ne? Aber ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht so ein Schickimicki-Rahmenprogramm, ne? Wir haben natürlich eine tolle Villa gehabt und so weiter, aber das Rahmenprogramm ansonsten ist einfach familiär, so würde ich es ausdrücken, ne? Familiär, weil Familie ist uns halt wichtig, dass das familiär auch abläuft. Also von Freudentränen über Freudensprünge bis hin aber natürlich auch, dass der ein oder andere natürlich, dem ist schon auch die Lampe, aber bevor die Lampe angegangen ist, war auch mal so die dunkle, dass jemand durch ein dunkles Tal gegangen ist und gemerkt hat, boah, da sitze ich gerade richtig in der, oder da habe ich mal in der Vergangenheit richtig in der Scheiße gesessen. Auf jeden Fall. Und ich konnte die Dinge halt auflösen, ne? Weil da habe ich halt auch ein paar Fähigkeiten, die über reines Immobilienmakeln hinausgeht, ja. Und kann da auch ein paar Sachen technisch,
um jemanden aus einem aus einer Scheiße auch wirklich rauszuholen. Ne? Das ist halt einfach eine Fähigkeit, die habe ich gelernt und das kann ich auch. Und das ist auch tatsächlich passiert vor Ort. Ja? Das ist ja auch, wie du sagst, warum du Fragen ausschweifend beantwortest, weil du halt eben nicht nur dieses nur nischige Immobilienwissen hast und nur das in der Tiefe beherrschst, sondern auch, was drumherum passiert. Und du hast ja schon gesagt, das ist ja alles Leben, ob es ein Unternehmen ist, ob es die Partnerschaft ist, das lebt ja alles. Und du hast einfach gewisse Dinge im Leben ja auch verstanden, die du auf alle Bereiche anwenden kannst. Das merkt man ja auch. Also Wendelin, wer kurze Antworten haben will, ist bei mir falsch. Ja. Das ist halt eine ganz klare Sache. Ja. Wer kurze Antworten haben will, ist bei mir falsch. Warum? Ist ganz einfach, weil es keine kurzen, also natürlich gibt es mal kurze Antworten, die gibt es auch bei mir. Ne? Nur, was man verstehen muss, ist, dass die meisten Fragen, die mir gestellt werden, die meisten Fragen, und das sind 99,9%, sind halt Fragen mit einer Angst, Sorge oder Betrachtung dahinter, die die Person, die die Frage stellt, hat. So, das heißt, es steht mehr dahinter als nur die Frage selbst. Und das Interessante ist, dass meistens der Fragesteller selber gar nicht weiß, was da alles dahinter steht. Ich sehe es aber. Ja. Ja, weil es stehen Ängste dahinter, es stehen Widerstände dahinter, ne, so eigene Barrieren, die man hat, stehen dahinter. Und das erkennt der ein oder andere nicht. Und da helfe ich halt natürlich. Weil dann, verstehst du, wird die Antwort halt wirklich zu einer Explosion. Ja, das ist auch, ich erinnere mich an eine Sache, ein kurzes Beispiel, wo einer der Teilnehmer auch gefragt hat, ja, Thema Büro, ich weiß gerade nicht, ob ich das Büro holen soll, weil, und dann hätte ich die Kosten und so. Und dann hast du ein paar gezielte Rückfragen gestellt und auf einmal hat sich rausgegeben, es war ein völlig anderes Thema. Es ging gar nicht um das Büro und es ging auch nicht um den Umsatz, den er macht, sondern es war eine ganz andere Angst, die dahinter gesteckt hat, wo er so selbst nie drauf gekommen wäre. Genau, da wäre der nie drauf gekommen. Never ever. Mhm. Ja. Und das ist es halt, was es ausmacht. Ja. Also wer, wie gesagt, kurze Antworten will, weil er glaubt, er hat das Problem selber schon richtig erkannt, der sollte halt mal mit mir ein Gespräch führen. Ne? So, das macht halt schon Sinn. Ne? So, und bei uns gibt es halt 360 Grad. Also wer auf 360 Grad, Panorama, 3D steht, ne, so der wirklich merkt, boah, so ein Haus sieht auch irgendwie viel geiler aus, wenn das so in 3D, ne, so wirklich betrachtet, wenn man da rein und rumgehen kann. Und so muss man sich halt auch unsere Arbeit vorstellen. Die ist halt 3D. Die hat halt einen richtig coolen Style. Und das ist mir halt besonders wichtig. Und darauf richten wir auch alles aus. Und ja, und ich muss auch sagen, dass natürlich die Leute auch einen Riesenspaß haben, wenn sie mal einfach mit mir ganz in Ruhe, zwanglos, ne, ohne jetzt mal, wie das in den bei vielen Firmen ja ist, in so einem Live-Call oder auf irgendeinem steifen Seminar sprechen können, sondern einfach so ein bisschen auch aus dem Leben. Ja. Und ich bin halt für meine Kunden der Mentor. Ich bin auch für den einen oder anderen auch ein bisschen der Papa. Ne, so, weißt du, ich meine so. Ne? Und das mache ich auch gerne. Ich liebe das. Ja? Und ich wirklich, meine Kunden sind, wir haben die coolsten Kunden, die haben wir alle bestellt. Genau so, wie sie in der Reihe da sind, haben wir die bestellt. Und wir kriegen die auch. Und das ist, wir haben zu jedem, wirklich jedem einzelnen Kunden, bauen wir auch eine Bindung auf. Und bei dem einen geht es schneller. Ja, das hat ja auch was mit dem unterschiedlichen Persönlichkeitstypen zu tun. Beim einen geht es ein bisschen schneller, beim anderen dauert es vielleicht eine Woche oder zwei länger. Aber in der Regel geht es schon sehr, sehr schnell. Und ja, that's it. Ne? Und wie gesagt, Zypern, ob es jetzt nächstes Jahr wieder Zypern wird, na, lassen wir uns mal überraschen, was wir so auf der Pfanne haben. Auf jeden Fall ist das ein wichtiger Teil des Coachings und das zeigt ja, wie gesagt, die Ergebnisse zeigen es ja, die Leute sind, entwickeln sich alle toll weiter, haben Erfolg und was man übrigens nicht ausschließen oder nicht ganz unter den Tisch fallen darf, lassen darf, ist, dass sie alle viel mehr Spaß an ihrem Business, an der persönlichen Weiterentwicklung und vor allen Dingen auch das gesamte Leben anders sehen, im positiven Sinne natürlich gemeint, ne, als vorher. Richtig. Und dann abschließende Frage. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe da Bock, ich bin da irgendwie gefangen, ich mache schon was und so,
für wen ist das denn jetzt wirklich geeignet, wo du sagst, jawohl, das ist eine Person, die passt auch da rein, die kann dann nächstes Jahr, wohin auch immer es ist, mitkommen. Für welche Person ist das geeignet? Also zuallererst mal ist mir ganz persönlich wichtig, die Person muss die Bereitschaft haben. Die Bereitschaft, also Menschen, die die Bereitschaft haben, sich weiterentwickeln zu wollen. Also vom Makler zum Unternehmer. Das ist die wichtige Grundvoraussetzung. So, und auch da ist im Endeffekt nur eine Entscheidung für notwendig. Mhm. Diese Entscheidung zu treffen, ich möchte weiterkommen. Und es ist auch völlig egal, ob du heute alleine bist und sagen wir mal, oder ein oder zwei Mitarbeiter hast, sondern einfach, du willst nicht mehr alleine arbeiten. Du möchtest gerne ein Team aufbauen, egal wie groß. Ja? Du hast verstanden und erkannt, du willst nicht mehr alleine arbeiten. Und ich darf hier auch eine Sache sagen, alleine die bloße Entscheidung war bei allen schon der Ausgangspunkt dafür, dass sie sich verbessert haben. Nur die Entscheidung. In diesem Sinne, wenn du zuhörst und das trifft auf dich zu, dann kannst du dir jetzt direkt im Link ein Erstgespräch buchen. Genau, sehr gerne. Okay, dann Heinz, ich danke für deine Zeit. War wie immer sehr angenehm, sehr lehrreich. Man merkt es hier auch im Podcast, man stellt dir Fragen und du betrachtest direkt noch zwei, drei Aspekte mehr, die wichtig dafür sind. Und danke für das tolle Gespräch. Danke auch.